die erste Strafe gefunden hat, für die Zucker wieder Glas gedacht, abgekannte Wort. Und jetzt muss ich gestanden, bis mit was Neues ist, mit dem Holzern und dem Holzern und dem Holzern und dem Holzern und dem Holzern. Da ist der Aufzustand, das hält nicht miteinander, da liegen schon die ersten Fetzen. Du gehst auch zum Gleichzeitig nicht, Wolfgang. Ja, genau. Ich bin gespannt, wie das funktioniert. Das ist ja mit zwei Kampf schon erstmal abwechselnd. Ui, da geht es wieder quer durch. Arme. Genau, das ist ein Problem. Ja, da ist der Schneizer schon wieder dran und der erste dreht sich dort unten. In der Anbindung ist das. Aber der Rest kommt gut durch. Das ist ja äußerst diszipliniert, wohl reißlich, gestrandet. Über beide Ohren ins Langfristung gehen, das ist der André Michaelis. Für jeden Schweizer Flug kann man erreichen, von Norden von der Hand. Wenn man das jetzt gesehen wird, dann kann man schon mal erst mal ein bisschen in Stellung beantworten, dass diese vier in der Form waren, doch schon mal einen Vorteil in Russland haben, als, muss man sagen, der hat natürlich nicht unbedingt das schnellste Auto, sondern das ist am Rande alles sehr gut zu reden. Und dann geht es in die Einführungsrunde. Wecker also unser kleines Pestkopf, neben ihm die kleinste Überraschung, der Franzose Philipp Bugalski mit der Startnummer 27. Alle Autos übrigens mit schicker Lackierung, ein Auto schneller als das andere, das muss man dazu sagen, mit sehr viel Liebe zum Detail, das alles vorbereitet und gemacht. Unsere erste Reihe also mit Pestkopf und mit Bugalski, die zweite Reihe mit uns der Spanier Eduardo de Aiza und mit Wolfgang Schütz, den Sie schon kennen, hier vom Mikrofon. Das ist so, wenn ich jetzt die Treppe da rein, ganz hinter Schluss alle auf der Ratsgenannt, ich bin gleich da ganz reingefahren. Jetzt wird eingeordnet, weißes Auto, Vorträger auch eingequetscht, wie das Kohl ist. Da kennt sich leider die Krise. Sie schlagen als Spanier